Hallöchen meine Guten, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich habe mir gedacht, Unicorn, Einhorn, Regenbogen-Einhorn, der Trend schlechthin und da kann man sich auch super schöne Zimmerdeko, Geschenke und so weiter selber machen. Natürlich gibt es auch zahlreiche Produkte, die man dazu kaufen kann und ich habe mir heute gedacht, ich mache was fürs Zimmer zum Dekorieren, ja, was man sich dann schön hinstellen kann und ihr seht schon, ich möchte gern einen Bilderrahmen gestalten mit einem Unicorn. Das habe ich mir ausgedruckt bei Pinterest. Da, wenn ich dran denke, mache ich euch die Verlinkung unten hin oder ihr gebt bei Google ein Bilder Unicorn, Bilder Regenbogen Unicorn und da stoßt ihr auch auf dieses Bild und dann könnt ihr euch das privat ausdrucken. So, dann habe ich hier einen Bilderrahmen, den habe ich mal für 2 Euro gekauft bei Pfennigpfeifer. Der heißt sich MDF, also das sind MDF-Platten. Und ja, was muss ich als erstes machen? Als erstes muss ich mein Bild hier reinbekommen. Und dafür schneide ich mein ausgedrucktes Bild erstmal aus. So, wofür kauft man sich so einen Bilderrahmen? Genau, dass man ihn schöner gestalten kann. Man könnte jetzt mit so vielen Sachen wieder machen. Man könnte ihn ja auch theoretisch weiß vorlackieren und dann bemalen und so weiter. Ich habe mir heute aber gedacht, einfach weil ich im Wolkenschleimfieber bin, mache ich das Ganze mit Wolkenschleim. Und zwar werde ich das Ganze im Regenbogenstil kreieren. Ich werde mir meinen Wolkenschleim holen und werde dann immer so in kleinen Abständen das Ganze wie eine Art Regenbogen machen. Ich werde anfangen mit Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila zum Beispiel. Und ja, hier ist mein Wolkenschleim. Da gucke ich mal, was jetzt so schön dazu passen würde. Ich habe Lila, Rosa könnte ich nehmen. Was brauche ich noch? Orange, Gelb. Jetzt verlässt mich meine Stimme. Gelb kann ich nehmen, Grün fehlt noch. So, Blau fehlt noch. Habe ich Blau? Ja. So. 2, 4, 6 Farben. 2, 4, 6 Farben. Rot habe ich noch nicht, ne? Okay, ist ja nicht weiter schlimm. Ich habe hier noch so ein schönes Grün. Das sieht total toll aus, wenn das getrocknet ist. Aber das ist schön. Das passt besser. Okay, also, da mache ich mir jetzt so schön meine Döschen alle auf. Jetzt stelle ich mir die Döschen so hin, wie ich sie benötige. Also ich fange dann immer nach regenbogenmäßig an. Also muss ich andersrum denken. Lila wäre oben. Blau, Grün, Gelb. Habe ich nicht noch ein schönes leuchtendes Gelb? Ja, dann nehme ich doch lieber das. Dann machen wir das lieber so. Gelb, Orange, Rosa. Das wird jetzt mein Regenbogen. Dass es auch zu dem Bild passt, passt auch schön dazu. Ja. So, und jetzt fange ich von oben an. Ich nehme hier ein bisschen Lila. Wolkenschleim ist ja so, dass man das, bevor man es verarbeitet, irgendwo drauf macht, sollte man es schön durchkneten, damit sich das Styropor mit dem ganzen Schleimchen so noch ein bisschen vermischt. Und ich mache das jetzt nicht so gerade. Ich werde das so ein bisschen schräg laufen lassen. Hier passt man auf, dass man nicht auf das Bild groß kommt. Aber zum Schluss könnte man es theoretisch ja noch leicht wegstreifen, einfach weil es ja noch feucht ist, ne? Solange es nicht getrocknet ist, ist alles möglich. So, und jetzt macht man das hier, ob nun breitere Streifen oder nicht so breit, das könnt ihr wieder machen, wie ihr gerne möchtet. Schön festdrücken, dass sich das auch auf der MDF-Platte schön anhaftet. Und jetzt mache ich erstmal hier und zum Schluss gehe ich dann nochmal hier die äußeren Ränder entlang. Weil das müsste ja auch schon bunt sein, ne? Sonst sieht das ja nicht so schön aus. So, zum Beispiel Lila. Das nächste wäre dann Blau.
Oder man könnte es auch gleich so machen, dass man es hier gleich so mit rumlegt. Könnte man natürlich auch machen, dann hat man sich es gleich gespart. So, und das mache ich jetzt. Einmal komplett rundherum. So ihr Lieben, ich habe es fertiggestellt. Ich habe hier unten nichts dran gemacht, einfach weil man es ja so hinstellt, damit das schön gerade ist. Und ansonsten, ja, sieht so aus. Ich finde es total hübsch. Und hier an der Seite habe ich noch solche Klebesteinchen hingemacht, damit man diese MDF-Platte nicht mehr sieht. Ja, man hätte natürlich auch den Wolkenschleim bis dahin machen können. Aber ich dachte mir, so ein bisschen Glitzer, ne? Man könnte theoretisch, wenn es getrocknet ist, hier vielleicht nochmal überall sowas hinmachen. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Idee sagt und freue mich natürlich, wenn ihr mir ein Däumchen dafür vielleicht nach oben da lasst. Also bis dahin, tschüss, bis zur nächsten Bastelanleitung. Eure Katrin. Tschüss.